Achtung! Auf direkten Befehl des Schädels hat die Lieferung von Schleierausrüstung Vorrang vor allen Standardgeräten auf dem ganzen Schiff. Schleiergeschütze müssen sofort in die Hangars in der mittleren Sektion gebracht werden. Behälter, die mit den persönlichen Insignien des Schädels oder als klassifiziert gekennzeichnet sind, müssen sofort in den Hochsicherheitsbereich in der vorderen Sektion gebracht werden.
Ich muss mich bedanken, Herr Doktor. Ohne Sie hätten wir nie gewusst, wo wir nach dem Portal hätten graben müssen. Meine Information ist immer korrekt. Habe ich Ihnen nicht gesagt, dass der Amerikaner am Bahnhof ist? Und wo Sie Caroline Becker finden? In der Tat. Aber ich habe immer noch Zweifel an den Daten über das Portal. Wie können wir sicher sein, dass es aktiv bleibt? Ich versichere Ihnen, dass meine Studenten diese Thule-Manuskripte korrekt übersetzt haben. Das Portal wird funktionieren. Ah ja, Ihre Studenten. Waren die nicht mal ansatzweise misstrauisch über ihre wahren Absichten? Dass sie nach Isenstadt geholt wurden, um das Thule-Manuskript für die Wölfe zu übersetzen? Nein. Blazkowicz hat alle so in Atem gehalten, dass keiner Zeit hatte, sich um etwas anderes zu kümmern. Der goldene Morgen hat keine Ahnung, dass ich mit Ihnen arbeite. Sie arbeiten für mich, Doktor. Nicht mit mir. Wie Sie wünschen. Aber lassen Sie uns bitte in die Dimension der schwarzen Sonne wechseln. Ich möchte Sie sehen und nach lebenslangem Hohn entlohnt werden. Es tut mir leid, Doktor. Aber Sie gehen auf eine andere Reise. Auf Wiedersehen. Mitkommen. Die Waffe wird bald feuern. Ich begrüße Ihre Vorsicht, Doktor, aber Sie müssen sich keine Sorgen machen. Meine Männer sind sich der Gefahren durch brennbare Materialien sehr wohl bewusst und rauchen in sicherem Abstand. Vielleicht sollten Sie bei Ihren Reagenzgläsern bleiben und das Kämpfen richtigen Männern überlassen. Los!
erfolgreichen Waffentest und der Zerstörung Isenstadts sind die verbleibenden feindlichen Luftstreitkräfte sofort auszuschalten. Setzen Sie dann Kurs auf London. Dieser Tag ist der Anfang vom Ende unserer Feinde. Aufgrund eines Versorgungsproblems gibt es an Bord des Zeppelins nur eine begrenzte Menge an Fallschirmen. Auch wenn mir klar ist, dass wir sie niemals brauchen werden, empfehle ich eine sofortige Nachlieferung.
Dinge, die niemals geschehen sollten, pflegen manchmal einzutreten. Ich würde es begrüßen, wenn der Schädel nicht über meine Besorgnis informiert wird. Wie wichtig eine genaue Beobachtung der Absauggeräte der Energie der schwarzen Sonne ist. Eine Energiespitze könnte zur Überladung führen, die aus der Dimension der schwarzen Sonne durch das Portal schlagen und massive, unkontrollierbare Energiewellen zur Folge haben könnte. Eine Überladung dieser Größenordnung wäre eine Katastrophe für den Zeppelin. Ich habe es an Bord des Zeppelins.